Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Möchtest du meine Kaninchen sehen? Sie sind da in meinem Auto. Ich kann mich nicht erinnern, wo dein heutiges Karnickel hin ist. Immer noch verrückt. Was Wunder. Die ganze Sippe geröstet wie Maronen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ja, dann geh von der Tür weg. Oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Redlin, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Hört ihr auf, dass die Sprache dass immer vulgärer wird? Manchmal, ja. Hab ich gehört. Ja. Ah ja. Zeit sei nicht das einzige Hindernis für eine lebende Erinnerung. Kann ich vom Dach springen? Wir wollen nicht gleich am Anfang Selbstmord begehen, ne? Oh, ich kann nicht laufen. Ich will laufen. Da sind Tauben. Käfige. Ah! 10? Ja, oh! Bitte? Sieht aber geil aus. Naja, wenn man von den Schloten absieht. London's burning. Ja, in die GEMA kann auch nichts sagen, weil das Lied ist schon zu alt, um irgendwelche Rechte an irgendjemanden... Das glaube ich nicht. Schwester Whitless, wollen Sie mir Böses? Mich wieder ins Irrenhaus bringen? Was soll ich sagen? Meine Güte, habe ich einen Durst. Ich kann die Alte nicht mehr haben. Brauch was zu trinken. Ich muss mir gerade die Kehle befeuchten. Oh, noch so eine. Was zum... Sie halluziniert. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie... Es ist nur ein Traum. Ach ja. Verderb! Cool. Kann ich das auch? Hoffentlich. Fennec, springen wir von der Klippe. Nein. Wir hoffen, dass wir das auch können. Erst machen wir mal die Aufnahme zu Ende und dann sehen wir weiter. Oh. Ich will ja noch meinen Babybrei. Oh, wir scheinen im Wonderland zu sein. Nein. Nein. Ich dachte, das wäre bei Pocahontas. Okay, der war nicht. Nein. Niemand mag sieht Pocahontas. Sieht schon geil aus, die Gegend. Ja, das Wasser sieht vor allem gut aus. Ja. Richtig geil gemacht, ja. Ja, doch. Nur die fliegenden Felsen sind irgendwie geklaut. Meine ich. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Oh ne, jetzt muss ich mit dieser Steuerung hüpfen. Würde aber auch Zeit, Alice. Tattoos! Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz. Du bist mir keine Hilfe. Guck mal, eine Kuh. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Das ist merkwürdig. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffe, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Der ist nicht mehr halb so cool wie vorher. Vorher war er nämlich fett. Kannst du es ihm verübeln, dass er jetzt ein bisschen abgenommen hat? Also ich meine... Hier ist aber eine richtig geile Gegend.
Doch, ist cool gemacht. Ist richtig geil gemacht, ja. Wo ist man da? Erinnerungen wiedererlangen. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Cool. Oh, geil. Ich springe am besten mal da darüber auf die andere Seite. Hui. Oh, das war voll der Fail. Na, macht ja nichts. Hui. Das ist ja geil. Drücke leer, um zu springen, ja. Nein, echt? Das ist geil. Wow. Kann man es kaputt machen? Immer alles kaputt Nein, kann machen. Man nicht. Ich glaube, wir müssen dahin. Oh. Oder auch nicht. Oh. Und ich glaube, du musst da rüberspringen jetzt. Definitiv. Oh. Oh. Ja, danke, das habe ich alles schon rausbekommen. Ah, okay. Ich kann schwer einschätzen, ob ich so weit komme. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Aber du machst es eigentlich ziemlich gut dafür, dass die Steuerung so ein bisschen schwammig ist. Das heißt schwammig, die ist zu sensibel für mich. Brauchst halt eine schwerfällige Steuerung, aber so richtig... Nee, das Spiel ist wirklich sehr... Kann ich da runterhüpfen? Ja, natürlich. Den denke ich jetzt mal. Ah, ja. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Pilze? Pilz! Wir holen uns jetzt also erstmal die ganzen Erinnerungen zurück, die Alice offenbar aus ihrer Vergangenheit verloren hat, mehr rein? Oder weniger. Glaube ich nicht, oder? Das ist doch gar keine Öffnung, oder? Ja, ich habe immer Probleme bei schwarzen Dingern. Ups. Wir machen das einfach nochmal. Ups. Hui, die Pilze glitzern. Oh ja. Hui. Was ist denn das für ein, ein merkwürdiger Pilz? Das macht Spaß. Ah, da ist noch einer. Ah, das ist noch eine Erinnerung. Ja, ja, ja. Hey, das ist ja cool. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Okay. Was ist das? Blume. Macht die mich tot? Nein, ich glaube, die macht gar nichts. Die ist cool, die hat Hände. Solche Blumen sind sogar nützlich. Stimmt. Mit Händen und Blumen kann ich nicht sammeln. Oh. Was steht denn da vorne dran? Wo? Hm? Dieser Zettel, der da hängt, dieser riesige. Da steht... Trink mich. Ich habe Angst, da runter zu hüpfen. Ich glaube, die kriegt nicht besonders viel Fallschaden. Ja, anscheinend nicht. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Oh. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Ja, genau. Ich bin klein. Ah, wir können also, immer wenn du SRG links drückst, kannst du also schrumpfen. Und wenn ich loslasse, dann... Mhm. Ach, schon gut. Spiel nicht mit der Steuerung, A. Was ist das? Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Wenn ich jetzt hier C loslasse... Würde ich nicht machen, dann stirbst du wahrscheinlich. Darf ich? Mach halt. Und nein, ob sie gar nichts. Immer klein. Ah, das war klar. So. Und jetzt werde ich wieder groß. Ah, und da ist wieder ein Pilz. Mal gucken erstmal, ob da vielleicht noch hier vorne irgendwo was liegt. Hier waren wir gerade. Echt? Ja. Ah, weil unten waren ja noch Dings. Oder spring nochmal hoch. Warte kurz. Weil da waren ja noch andere Dingslöcher. Ja, aber weißt du, hier sind... Das sind die Pilze. Wir gehen erstmal wieder in die andere Richtung. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. So, und jetzt guck, da. Genau. So cool, die hickst die ganze Zeit. Das ist richtig geil. Ach ja. Okay. Eine riesige Schnecke. Nein, Absalom ist keine Schnecke.
Oh, nicht kaputt machen. Was ist das? Da vorne. Huch. Oh, ich habe gerade Zähne gesammelt. Drei Zähne. Okay. Was bin ich mit Zähnen? Das sind überall Schnecken. Essen die mich? Glaube ich nicht, oder? Ich auch nicht. Oh, doch, die hat Fallschaden. Na gut, wir sehen da keine Live-Anzeige bisher. Ups. Kannst du da rein? Nein. Ah, schade. Aber, oh, das ist ein Pfeil. Und jetzt verblasst er wieder. Ja, das heißt, wenn ich klein bin, dann genau. Sehe ich, wo ich hin muss. Da ist auch die Frage mit der Karte geklärt. Ja, stimmt. Ich will trotzdem kurz darüber. Vielleicht kann ich nicht rüber. Ich denke mal, wenn irgendwann mal später Gegner kommen sollten, dass wir dann, wenn wir klein sind, eher ein größeres Problem haben gegen die. Ja, wahrscheinlich. In diesen Gängen ist... Ja, schwierig. Was? Was heißt das? Oh, Messer. Das ist ein Messer, das rechte. Und das linke scheint irgendwie so ein komisches Viech zu sein mit Hörnern. Nimm einfach mal die Zähne. Und ich ahne schon was. Ja, wahrscheinlich werde ich gleich... Ja. ...ein riesiges Problem kriegen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich kämpfen soll. Lass mal los, oder? Ich guck mich noch um. Oh, hör auf zu hixen, du Dummes. Ach, nein, nein, wir beleidigen niemanden. Wir haben... Okay, wir haben ja noch gar kein Messer oder irgendwas. Ich glaube, du musst auf den Pilz, ne? Ja, ich guck mich lieber erstmal um. Ah, eine Erinnerung. Siehst du? Gut gemacht. Nichts im Leben macht mir so viel Spaß wie die große Rutsche im Hyde Park. Papa nimmt dich bestimmt bald mit hin, Alice. Oh ja, bestimmt. Was ist das? Ich glaub, da liegt was. Das ist... Was ist das? Rinde? Ich glaube, das soll... Ich kann es nicht nehmen, also... Also ist egal. Dann jump mal hoch. Wow. Okay. Das war jetzt so... Sieht aus wie eine Rutsche. Ich kann mich nicht bewegen. Dann lauf mal vorwärts. Ah, das kannst du. Okay, dann spring da einfach mal runter, würde ich sagen. Ich kann... Das ist gerade... Ah. Nein, 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 ich will sie haben. Hol dir die Zähne. Ja. Nein, ich hasse Rutschen. Ich hasse Rutschen. Nein. Und den goldenen, sehr schön. Ah, das schaffst du. Das machst du doch ganz gut. Nein, Vergewaltigung. Mathematik. Beides in einem Satz. Hört, hört. Siehst du, war doch gar nicht so schlimm. Du hast alle mitgenommen. 46 Zähne, wofür wir auch immer die Zähne Achtung, brauchen. Nein, da kommt dramatische Musik. Und da ist ja auch blutiges Wasser. Ja und?